So. Wir rechnen mal ein Beispiel, in dem all das, was wir heute gelernt haben, eine Rolle spielt. Und zwar habe ich mir ein Beispiel überlegt. Wir wollen wissen. Also Beispiel. (168x) plus 238 y ist 126. Diese lineare diophantische Gleichung. Ist die lösbar? Und wenn ja, was sind die Lösungen? Okay, zuerst mal die Überlegung, ist sie lösbar? Die Gleichung ist dann lösbar, haben wir vorhin festgestellt, wenn der GGT von A und B C teilt. Dazu brauchen wir den GGT von A und B. Und den bestimmen wir jetzt mal mit dem euklidischen Algorithmus. Okay? Wir bestimmen erstmal den GGT von A und B. Ich tausche die beiden Zahlen dann, weil die größere sinnvollerweise vorne steht. Ja? Also ich nenne das Ganze, also mache jetzt hier 238. AB, habe ich doch vorhin Striche gemacht, na ist egal, 168, so, wir rechnen den euklidischen Algorithmus durch, Q und R. So, um den GGT rauszukriegen, um zu schauen, ob der GGT die rechte Seite teilt. Wenn das nicht der Fall ist, können wir aufhören, denn dann wäre die diophantische Gleichung nicht lösbar. Okay. Also los geht's. Euklidischer Algorithmus. 238 ist gleich. Wie oft geht die 168 in die 238? Einmal. Was bleibt für den Rest? 70. Sie kontrollieren wieder, ob ich einen Fehler mache. So, das heißt, wir nehmen B und R, zack, in die nächste Zeile. 168 und 70. Wie oft geht die 70 in die 168? Die geht zweimal rein, dann kriegen wir 140. Das heißt, 28 bleibt als Rest. Und wieder 70 und 28. Wie oft geht die 28 in die 70 rein? Zweimal, genau. Nehme ich zweimal 28 ist 56, dann bleibt 14 übrig. So. Und aha, 28, 14. Geht zweimal rein, bleibt Rest 0. Das heißt, der GGT ist 14. Das haben wir jetzt rausgekriegt. Ja? Der GGT ist 14. So, GGT von 168, 238 ist 14. Teilt die 14, die 126? Ja? Teilt, ne? Nämlich 9 mal. Okay. Gut, das heißt, die teilt. So. Das heißt, übernehmen. Da wir den euklidischen Algorithmus jetzt schon einmal durchgeführt haben, können wir den auch sozusagen rückwärts durchmachen, um die eine Lösung zu finden für x und y, ne? So. Deswegen steht es schon günstig so da. Führen wir ihn gleich so durch. Also, der GGT teilt die 126 und dann brauchen wir den euklidischen Algorithmus nur einmal rückwärts durchzumachen. Wir haben schon eine Lösung für die Gleichung. Hier schreiben wir 0 und 1 hin. Die 1 kommt hier rüber. Hier steht 0 minus 2 mal 1, also minus 2. 0 minus 2 mal 1, minus 2. Minus 2 hier rüber, hier steht 1 minus 2 mal minus 2, das ist 5. 1 minus 2 mal minus 2 ist 1 plus 4 ist gleich 5. Die 5 hier rüber, minus 2 minus 1 mal 5 ist minus 7. So, 5 und minus 7 ist die Lösung. Geht zackig, ne?
Sie müssen jetzt nur aufpassen, weil wir A und B vertauscht haben mit 168 und 238. Also 5 mal 238 minus 7 mal 168 ist 126. Also x0, ich benenne das jetzt hier oben mal um, das ist y, das ist x nach der Gleichung da oben und das war b und das war a. Ich habe es jetzt nur mal so benannt, weil wir den euklidischen Algorithmus so durchführen, aber dann kommen wir nicht durcheinander. Also minus 7, 168 mal minus 7 plus 238 mal 5 ist gleich 126. So kann man ausrechnen, wird man feststellen, stimmt. Das heißt, ich habe eine Lösung, die lautet minus 7 und 5. Ah, aufgepasst. Stimmt nicht, ne? Ja, was muss ich nicht machen? Ja, 14 haben wir raus, ne? Warum? Einen Denkfehler hatte ich gerade gemacht in der Eile. Genau. Wir kommen auf den GGT mit dieser Lösung. 5 mal 238 minus 7 mal 168 ist gleich der GGT von beiden. Ist gleich 14. So, und um jetzt auf 126 zu kommen, muss ich die Lösung und die rechte Seite mit 9 multiplizieren. Dann komme ich nämlich rechts auf die 126. Muss aber weg. Dann steht rechts 126 und links steht 168 mal minus 63 plus 238 mal 45. So. Jetzt. Da hätten sie auch lange gebraucht mit ausprobieren, ne? Auf minus 63 und 45 zu kommen. Das ist die Lösung. Eine Lösung, die diese Gleichung erfüllt. So, das heißt, wir haben jetzt eine Lösung gefunden, minus 63 und 45. So. Was wir jetzt noch machen müssen, ist einfach in der Form da oben dazu addieren. Also wir haben minus 63. Was addieren wir da dazu? Z mal B 238 durch den GGT, 14. Z mal B durch den GGT. 238 durch 14 ist wie viel? Genau. Und dann kommt noch die andere Lösung, 45. Von der 45 müssen wir jetzt aber abziehen. 168 A durch den GGT. 168 durch den GGT ergibt was? 12. So. Genau. So, das ist die Lösung. Das sind alle Lösungen dieser Gleichung da oben. Okay. Ich bestimme den GGT, schaue, ob der GGT die rechte Seite teilt. Tut er. Mithilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus finde ich eine Lösung, wenn der GGT auf der rechten Seite steht. Dann muss ich, weil die rechte Seite vom GGT geteilt wird, ja einfach nur mit dem Komplementärteiler multiplizieren. Dann habe ich eine Lösung der Gleichung, so wie sie am Anfang da stand. Und alle weiteren finde ich dadurch, dass ich noch Ausdrücke dieser Form hier dazu addiere bzw. abziehe. So, damit habe ich alle Lösungen gefunden.